Gegeben sei uns das Dreieck mit den Punkten A, B und C. Wir wollen nun den Mittelpunkt der drei Seiten AB, AC und BC bestimmen, sowie den Schwerpunkt des Dreiecks. Um die Mittelpunkte errechnen zu können, benötigen wir wieder unsere Formeln. Für den x-Wert verwenden wir die Formel x1 plus x2 geteilt durch 2 und für den y-Wert für den Mittelpunkt benutzen wir die Formel y1 plus y2 geteilt durch 2. Wir berechnen nun den Mittelpunkt der Strecke AB, den ich hier M1 nenne. Zuallererst den x-Wert. Den erhalten wir, indem wir für x1 den x-Wert des Punktes A einsetzen, also die 0, plus den x-Wert des Punktes B. Das teilen wir durch 2 und somit erhalten wir 1/2, das entspricht 0,5. Um den y-Wert zu errechnen, benutzen wir für y1 die minus 2 des Punktes A sowie für y2 den y-Wert des Punktes B, also minus 2 plus 6 und das teilen wir wieder durch 2. Zusammengerechnet minus 2 plus 6 ergibt 4, geteilt durch 2, 2. Somit lauten die Koordinaten für unseren Mittelpunkt M1 0,5-2. Berechnen wir nun den Mittelpunkt des Punktes, der Strecke AC. Wir nennen ihn M2. M2 ergibt sich, indem ich für x1 wieder den x-Wert von Punkt A einsetze, plus in diesem Fall den x-Wert des Punktes C plus die 5 geteilt durch 2. Hier erhalten wir 5 durch 2, das ergibt 2,5. Das gleiche wieder für den y-Wert. Für y1 setzen wir die minus 2 ein. Für y2 den y-Wert des Punktes C plus 2 und teilen dies durch 2. Somit erhalten wir minus 2 plus 2 ergibt 0 und 0 geteilt durch 2 ergibt 0. Somit liegt unser Mittelpunkt bei 2,5-0. Nun noch den letzten Mittelpunkt errechnen, M3, den x-Wert des Mittelpunktes ergibt sich, indem wir zum einen die x-Koordinate des Punktes B nehmen, die 1, plus den x-Wert des Punktes C geteilt durch 2. Das ergibt 6, 1 plus 5 ist 6, geteilt durch 2 ergibt 3. Und nun noch den y-Wert. Der y-Wert errechnet sich, indem wir für y1 den y-Wert des Punktes B benutzen, die 6, plus für y2 den y-Wert des Punktes C. Somit erhalten wir 6 plus 2 ergibt 8, geteilt durch 2 ergibt 4. Und somit erhalten wir M3 an der Stelle 3-4. Hiermit hätten wir die Mittelpunkte berechnet. Kommen wir zum Schwerpunkt des Dreiecks. Schwerpunkt bedeutet, wir wollen die goldene Mitte unseres Dreiecks bestimmen. Das heißt, wir wollen sozusagen den Mittelpunkt nicht von zwei Punkten, sondern von dem Punkt A, B und C ermitteln. Hierfür
nutzen wir eine ähnliche Formel. Den Schwerpunkt ermitteln wir, indem wir auch die x-Koordinate errechnen. Hier benutzen wir den x-Wert des Punktes A plus den x-Wert des Punktes B plus den x-Wert des Punktes C und teilen dies nicht durch 2, sondern hier haben wir 3 Werte genutzt, geteilt durch 3. 0 plus 1 ergibt 1, plus 5 ergibt 6 und 6 geteilt durch 3 ergibt die 2. Um den y-Wert unseres Schwerpunktes ermitteln zu können, nutzen wir auch eine ähnliche Formel. Das gleiche Prinzip wie hier vorne. Wir haben wieder 3 Punkte. Von diesen nehmen wir die y-Werte, das heißt minus 2 vom Punkt A plus den y-Wert des Punktes B, die 6, plus den y-Wert des Punktes C, die 2, und teilen dies wiederum durch 3. Wenn wir das zusammenrechnen, minus 2 und plus 2 ergibt 0, bleibt somit die 6 über und 6 geteilt durch 3 ergibt wiederum 2. Somit wäre unser Schwerpunkt an der Stelle 2-2.